Mein Name ist Klaus-Peter Zepp. Seit dem 1. Juni 2014 bin ich Betriebsleiter Süd und für die Proficon-Geschäftstätigkeit in Süddeutschland und damit für die Entwicklung in der gesamten Region verantwortlich. Meine Aufgabe ist kurz gesagt, das Unternehmen in wichtigen Punkten voranzubringen. Proficon ist in den vergangenen Jahren durchweg zweistellig gewachsen. Das stellt alle Mitarbeiter, die an einem solchen Prozess teilnehmen, vor große Herausforderungen. 2003 wechselte ich zu Proficon. Ich wollte herausfinden, was Reinraumreinigung ist und wie man einen hochtechnisierten Bereich durch manuelle Tätigkeit in einen reinen Raum verwandeln kann. Ich sammelte viel Erfahrung in meinen 4 Jahren als Clean Operator bei unterschiedlichen Kunden. Das Beeindruckendste war der Blick hinter die Kulissen und dass meine Arbeit Teil der Prozesskette war, ohne den dieses Produkt nicht hätte entstehen können. Der Kundenkontakt hat mich immer fasziniert. 2007 bekam ich die Möglichkeit, unsere Niederlassung in Dresden aufzubauen. Dann ging alles sehr schnell. Von Dresden aus betreute ich zunächst Berlin mit und dann schließlich Hamburg. Das war eine sehr ereignisreiche Zeit. Ich bin eindeutig ein Mensch, der Veränderung liebt. Von daher fiel es mir nicht schwer, nach Süddeutschland zurückzukehren. Von München aus betreue ich unsere Kunden und gewinne neue hinzu. Ja, hallo, guten Morgen, Herr Sander. Wie sieht es denn mit der Grundreinigung aus? Wie weit sind Sie? Diese Vielseitigkeit ist gleichzeitig die Herausforderung. Man muss permanent sich weiterentwickeln, um bei dem komplexen Thema Reinraumreinigung am Ball zu bleiben. Trotz all dieser Stationen gibt es so etwas wie eine feste Basis. Das Wissen des Clean Operators ist immer vorhanden. Okay, gut, dann ist die Sache damit erledigt. Dankeschön. Wenn ich einen Reinraum begehe, betrachte ich ihn aus dem Blickwinkel des Reinigungsspezialisten und kann dann dem Kunden Verbesserungsvorschläge und kritische Punkte aufzeigen. Möglich war meine berufliche Entwicklung, weil wir ein innovatives, wachstumsstarkes Unternehmen sind, das diese Möglichkeiten bietet. Ich bin davon überzeugt, dass Proficon eine Menge interessanter Aufgaben bietet. Was jeder daraus macht, entscheidet er selbst. Wir alle im Unternehmen arbeiten daran, die Unterstützung und den Freiraum zu geben, die es braucht, um zum Beispiel den Weg vom Clean Operator zum Betriebsleiter zu gehen.